Hi, wir sind Jesse und Roberto und seit Februar bereisen wir mit unserem selbst ausgebauten Sprinter Europa. Aktuell sind wir seit 2 Wochen in Polen unterwegs und wieder hält das Land einige Überraschungen für uns bereit. Nicht nur entdecken wir einige wunderschöne Flecken entlang der Ostsee, sondern auch unser Wasserproblem nimmt eine unerwartete Wendung. Ah! Und? Hallo und schön seid ihr wieder mit dabei. Wir befinden uns jetzt gerade im slowenischen Nationalpark. Der befindet sich an der Ostsee auf dem Weg zu Danzig. Und wir sehen endlich mal das erste Mal das Meer. Wir haben es immer noch nicht gesehen, obwohl wir dauernd parallel zum Meer gefahren sind. Heute ist es endlich soweit. Und dann gibt es noch ein anderes Highlight. Das zeigen wir euch dann gleich. An die Ostsee geschafft. ja, und jetzt gehen wir wieder. War richtig schön so am Meer. Ist ganz schön rau. Ja. Windig, ziemlich windig ist es. Oh ja, aber war schön hier. Ja. Jetzt geht's zu den Dünen. Wir sind bei den Dünen angekommen. Das ist schon ziemlich anstrengend hier. Rauf und runter. Und jetzt hat es noch angefangen zu nieseln. Aber es sieht richtig cool aus hier. Ich glaube, ich habe es vergessen zu erwähnen. Wir sind wieder mit Zoe und Merlin von The Film People unterwegs. Sie haben uns wieder eingeholt und wir verbringen 1-2 Tage zusammen, bevor sie dann wirklich ihre Route fahren. Ja, hallo! Oh ja, oh! Hallo, Baxi! Ja! Na, hallo! Ja, Baxi konnte leider nicht mitkommen. Im Nationalpark sind Hunde grundsätzlich verboten. Nicht mal an der Leine dürfen sie mit. Und drum blieb er im Bus. Er kennt es ja schon zum Glück. Und wir haben auch absichtlich eine kürzere Route gewählt. Waren etwa 2,5 Stunden jetzt unterwegs. Also, ja, er hat sich gefreut, als wir wieder da waren. Aber ich glaube, es war nicht ganz so schlimm. Wir waren ja auch extra gestern noch ein bisschen länger laufen mit ihm. Ja? Und es geht wieder weiter. Der slowenische Nationalpark hat ja wirklich erstaunlich viel zu bieten und wir sind froh, dass wir es gemacht haben. Leider musste eben Baxi halt hier bleiben, aber es war ja nicht lang und ich glaube, der ist schon sehr sehenswert auf jeden Fall. Ja, jetzt fahren wir weiter. Wir folgen den beiden, denn sie müssen noch Kühlwasser nachfüllen. Das heißt, wir fahren erstmal eine Tankstelle an und dann geht's nach Danzig. Guten Morgen. Der Abend war ja noch richtig gemütlich mit den beiden. Allerdings war der Abschluss des Tages etwas ungemütlicher, denn auf einmal kam einfach wieder kein Wasser aus dem Wasserhahn. Roberto hat den dann ein bisschen aufgemacht und wahrscheinlich ist es nur ein Kabel, das lose ist, halt vermutlich vom Ein- und Ausbauen. Aber das wollten wir jetzt gestern Abend echt nicht mehr machen und auch heute früh werden wir es ein bisschen verschieben, denn wir möchten uns Danzig anschauen. Wir stehen hier in der Nähe von einem scheinbar coolen Quartier. Das möchten wir uns ansehen und Kaffee trinken auch nochmal mit den beiden, bevor sie weiterfahren. Mein Problem ist nur, irgendwie die Motivation hält sich in Grenzen. Ich wollte gerade mit Baxi raus und schaut, was er macht. Yippie! Kuschelt mit mir. Ja, der kuschelt mit Roberto, der ist ähnlich motiviert.
Ja, ich muss die, glaube ich, jetzt mal aus dem Bett kriegen. Na komm, Max. Ja, warte. Auf einmal. Na komm. Bis gleich. Und schon sind wir in der Stadt angekommen. Wir sind jetzt in der Straße Vaidelotti oder so ähnlich. Hier soll es ja ganz viele so ein bisschen alternative Cafés und auch ja, Läden geben. Das schauen wir uns an. Aber vor allem suchen wir hier was fürs Frühstück, denn wir haben noch nichts gegessen und wir brauchen Energie. I made an old man. I said, tell me your story. He took out an old pen. Endlich kriege ich was in den Magen. Da ist, glaube ich, auch Roberto froh. Und ja, endlich kann auch der Tag damit starten. Denn das Wichtigste kommt zu essen, das ist immer das Essen. Danach kommt die Stadt. He kept walking on down the road, and I watched him disappear like smoke. Das war ja richtig lecker. Hat gut getan und jetzt haben wir auch die Energie, um noch in die Altstadt zu schauen. And I looked down at what he wrote. He said, son, when you grow up, you'll be fine. Wir sind jetzt ein Stück weiter gegangen und gehen jetzt hier einen Kaffee trinken. Beim Frühstück hatten wir ja keinen Kaffee mit, also brauchen wir den dringend. Und jetzt sind wir in der Altstadt. Sieht richtig schön aus. Ich glaube, das machen wir mal noch in Ruhe. Jetzt gibt es mal hier den Kaffee, der soll richtig gut sein. Die haben ganz viele Specialty Coffees. Und da schauen wir mal rein. What you've got. Und haben mal wieder Kaffee gekauft. Ja, auf Empfehlung hin haben wir uns jetzt hier ins Stotchnia bewegt. Das soll richtig cool sein, sieht schon richtig gut aus. Also schauen wir gleich mal rein. Cool aus hier. Jetzt haben wir da einen getroffen, der baut gerade, glaube ich, ein eigenes Unternehmen auf mit Dogfood, Dog Treats, also so Leckerli und so. Und hat uns Hundebier mitgegeben. Mal schauen, ob Baxi das mag. Ja, mal sehen. Er ist ja recht wählerisch. Also wenn er das mag, dann ist das wirklich das Produkt des Jahrhunderts. Ja, und noch weiteres Essen und hat er uns gegeben. Und getrocknete Ente und Hundepopcorn. Wusstet ihr, dass es Hundepopcorn gibt? Ja, wir schauen das mal jetzt an und mal sehen, was Baxi dazu sagt. Aber mega coole Begegnung. Heute haben wir die Zeit mit Zoe und Merlin genossen. Und morgen, ja, schauen wir uns die Stadt ein bisschen genauer an. Leider werden sie uns jetzt wieder verlassen. Sie fahren Richtung Süden. Wir werden noch ein bisschen hier im Norden bleiben. Und ja, wir haben uns jetzt nochmals getroffen, um ein Foto zu machen, eine schöne Erinnerung zu haben. Und wir hoffen, dass wir sie bald wieder irgendwo auf der Strecke sehen werden. Die Tage mit den beiden waren richtig toll,
der Zufall will es einfach manchmal. Und ja, so haben wir uns jetzt kennengelernt, zufällig an dem gleichen Platz. Und wir sind richtig froh drüber. Die Tage waren sehr angenehm und wir hoffen, wir treffen uns sehr bald wieder. Ja, wir sind jetzt ein bisschen weitergefahren, sind auch schon am Stellplatz für heute angekommen. Ist hier am Hafen, also keine Romantik, aber ja, geht ganz gut. Und ja, Roberto ist schon hinten busy, denn er muss unser Wasserproblem angehen. Unser Wasserhahn hat ja letzte Woche geleckt und seit gestern funktioniert es einfach nicht mehr. Also, was mir aufgefallen ist, ich habe es ein bisschen auseinandergenommen, was ich konnte, dass hier ein kabelloser ist und ja, ich muss jetzt mal schauen, ob ich das einfach reinstecken kann oder ob ich das löten muss. Wir haben zwar kein Lötgerät dabei, aber ja, keine Ahnung. Immer was mit diesem Hahn. Ich bin jetzt eine gefühlte Ewigkeit dran und ich bringe einfach dieses eine Kabel nicht dahin, wo es hin sollte. Es ist gebrochen und man kann es nicht öffnen. Also habe ich mich jetzt entschlossen, wir haben da so einen kleinen Schalter bekommen von David und Meli, weil wir ja dazu mal nicht sicher waren, ob wir die Batterie einfach wechseln wollen. Ich versuche das jetzt irgendwie so mit diesem Schalter zu fixen und ja, wir sind uns aber nicht sicher, ob das funktionieren wird. Wir probieren es jetzt, weil es funktioniert sowieso nicht, also schlimmer kann es nicht werden. Den Schalter jetzt hier rüber gezogen, damit er hier nicht beim Wasser ist. Und die Sicherung muss auch wieder rein. Zweiter Versuch. Ja. So wird das funktionieren müssen die nächsten paar Wochen und ja, bis wir den neuen Hahn bekommen. Wir haben uns nochmals für den gleichen entschieden. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war oder nicht, wenn wir jetzt sehen, wie das komplett auseinandergefallen ist. Aber ja, wir sehen es dann. Wenn es nochmal 2-3 Jahre hält, dann passt das schon. So, und jetzt machen wir uns einen gemütlichen Abend und wir sehen uns morgen. Guten Morgen. Wir hatten eine allgemein recht ruhige Nacht, besonders wenn man bedenkt, dass wir hier im Hafen stehen. Das Einzige, was wir gehört haben, war mitten in der Nacht ein Riesengeschrei, aber nicht von Menschen, sondern wir haben es nachher gegoogelt und vermutlich war das ein Fuchs oder vielleicht auch mehrere Füchse. Ja, die schreien oder bellen anscheinend. Wir wussten das auch nicht. Und das Lustige war, Baxi hat sich dann er ist natürlich auch aufgewacht und hat sich so ganz groß gemacht, hat hier geknurrt. Ich weiß nicht, ob er uns verteidigen wollte oder was. War ganz süß. Ja, wir konnten aber danach auch wieder gut schlafen und freuen uns jetzt, dass wir heute die Stadt anschauen. Vorher gibt es aber nochmal richtig gutes Frühstück. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Crickets see the moon, side by side and through, no limit to what we can do.
you know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Das sieht schon richtig lecker aus. Wir genießen jetzt das Frühstück und machen uns nachher fertig, um in die Stadt zu gehen. Von hier aus kann man gemütlich in die Stadt, in die Altstadt laufen. Ja, schön am Fluss entlang, also eigentlich ein recht hübscher Spaziergang. Mhm. Und wir freuen uns schon auf die Altstadt. Straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. War eine gute Entscheidung, sich für den Spaziergang entlang des Wassers zu entscheiden. So haben wir jetzt überhaupt gesehen, wie viele Kanäle es hier gibt. Wir wussten ja, dass Danzig einen oder ja, mehrere Häfen hat, aber dass es hier solche Kanäle gibt, das wussten wir nicht. Und es prägt schon sehr das Bild der Stadt. Wir fahren auch Boote und es ist richtig schön. Stadt müssen wir auch einen Markt ansehen und wir würden auch gerne hier ein bisschen Obst und Gemüse kaufen. Es sieht so lecker aus, nur waren wir leider gerade erst einkaufen, aber es sieht richtig gut aus. Days pass and I'm still the same inside my head. And I can't stop thinking about what you said. Sogar die Vögel gehen schon in den Süden. Ich glaube, wir müssen auch langsam los. Wir sind so froh, dass wir wirklich diesen Tag nochmal angehängt haben und Danzig nochmal ein bisschen genauer angesehen haben. Und jetzt wissen wir auch, wieso uns das von so vielen Leuten empfohlen wurde. Ich glaube, es zeigt auch ein bisschen, dass Polen eben doch immer noch unterschätzt wird. Also zumindest wir hatten ja nicht geahnt, dass es hier so schöne Städte gibt. Und ja, natürlich hoffen wir, dass es euch genauso gut gefallen hat. Wir beenden damit diesen Vlog. Wir sehen uns wieder in einer Woche. Es war schön, dass ihr dabei wart und wir hoffen, ihr bleibt auch dabei. Wir sind mittlerweile beim Van zurück. Wir sind mit sind wir. Wie soll ich anfangen?